Neu elektrisch, wow, ein ganz neues Fahrzeug habt ihr hier bei SMP. Hallo Christian. Hallo Sandra. Stell dich mal kurz vor, was genau machst du hier bei SMP? Ich bin hier seit knapp 15 Jahren Verkaufsberater und kümmere mich um alles, was mit Verkauf zu tun hat. Gut, und jetzt habt ihr eine ganz, ganz neue Marke, ganz exklusiv bei euch. Was sagst du dazu? Freust du dich, dass ihr... Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also was ganz Außergewöhnliches vom chinesischen Markt her als Vollelektrofahrzeug. Ja, klein, knuffig, ja, tolle technische Sachen, die das Fahrzeug hat oder haben kann. Ja, der Hersteller ist GWM, korrekt? Ja, genau. Great Wall Motors. Einer der größten chinesischen Hersteller. Mhm. Und jetzt habt ihr die Ora Funky Cat. Ich habe schon gesagt, das Fahrzeug Funky Cat zu nennen, ist schon ein sehr außergewöhnlicher Name, aber der Name ist Programm. Genau. Wir haben hier nicht nur von der Optik her ein sehr modernes Auftreten, sondern das Fahrzeug ist 100% elektrisch, 100% Fun. Genau, das stimmt. Der Slogan ist Programm. Absolut. Bist du schon Probe gefahren? Ja, klar. Ja, und? Genial. Genial, ja, macht cool. Sehr viel Spaß. Ja, wir stellen euch das Fahrzeug jetzt mal genauer vor. Erstmal von außen, gehen auf ein paar Details ein und dann gehen wir ins Innere. Und man kann schon sagen, so die Optik ist, wir haben noch ein anderes Video, in dem wir einen kleinen Rundgang gedreht haben. Mhm. Die Optik ist, ja, sie fällt auf, ne, heutzutage. Ja, genau, also es ist keine so alltägliche Form, wie man sie kennt aus dem Verkehr, weil viele ähneln sich ja mittlerweile von den Baureihen. Mhm. Und ja, es fällt schon auf, definitiv. Ja, ich würde auch sagen, es ist so ein bisschen retro, ne? Also, du hast auch schon gesagt, so die Silhouette erinnert an den Käfer von früher und die runden Lichter. Viele Hersteller gehen eigentlich momentan eher in die Richtung schmale Lichter, ein aggressives Auftreten. Und das ist nochmal so eine Knutschkugel. Ja, so kann man es nennen, genau. Eine richtige Knutschkugel. Ja, wir haben von den Lichtern her Intelligent Light. Ja. Welche Lichter haben wir hier? Voll-LED-Scheinwerfer, vorne wie auch hinten. Mhm. Voll-LED-Scheinwerfer und so weitere Details wie Kamera sind mehrere. Natürlich also auch... klar, natürlich hinten. Und wie man hier sieht, ist noch eine Frontkamera mit dabei in den Außenspiegeln. Also die klassische 360-Grad-Kamera ist ja schon ab dem Basismodell mit verbaut. Mhm. Und schöne Details wie hier, das ist so eine schöne Struktur. Ja. Mhm. Also ohne Funktion, aber es soll das Ganze noch mal so ein bisschen optisch auflockern. Ne? Genau, richtig. Genauso wie hier die schönen Details. Mhm. Also ja, ich bin Fan, jetzt schon. Macht doch echt Spaß. Und wir machen ja auch gleich eine Probefahrt. So, dann gehen wir einmal rum. Wir haben hier jetzt das Fahrzeug in hellblau, aber ihr habt natürlich auch andere Farben. Genau, also man kann es jetzt zum Beispiel einfarbig bestellen. Das wäre Celestial Blue. Laut Herstellerangaben. Dann haben wir auch noch hier zum Beispiel ein Weiß, das geht so ein bisschen in die Perlmutt-Richtung, wenn die Sonne scheinen würde. Dann haben wir so eine Art, ich nenne es mal Flip-Flop-Lackierung, könnte man sagen, als Blau bzw. Grün, je nach Lichteinfall. Dann gibt es noch, was wir später sehen beim Fahrzeug mit der Probefahrt, ein Meteorit-Grau, speziell für die GT-Version. Ja, Schwarz ist eine sehr beliebte Farbe oder auch Rot. Mhm. Und die Ladebuchse ist bei der Ora Funky Cat auch vorne. Das ist etwas außergewöhnlich. Man kennt es ja eher, du hast gesagt, eher hinten rechts. Genau, richtig. Und es hat auch einige Vorteile. Absolut. Zum Beispiel bei mir im Ort sind viele Ladesäulen klassisch an der Straße verteilt. Und da fahre ich dann ganz normal vorwärts in die Parklücke und habe dann den kürzesten Weg zur Wallbox, wo ich dann öffentlich laden kann. Und muss nicht dann ein extrem langes Kabel komplett um das Fahrzeug verlegen, sondern reicht mir auch ein kurzes Kabel. Mhm. Also weniger störend. Und wir haben jetzt auch mal die Motorhaube aufgemacht. Bei den Elektrofahrzeugen sieht man nicht so viel, aber man hat hier doch schon einen schönen Einblick. Also was Wischwasser und so angeht, da bin ich dabei. Was muss ich denn noch regelmäßig nachfüllen oder was betrifft so die Wartung? Eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Also Wischwasser, genau, richtig erkannt. Ansonsten sind das die Behälter, die für die Werkstatt halt wichtig sind. Das ist Kühlflüssigkeit, das ist Bremsflüssigkeit, die normale 12-Volt-Batterie, die auch ein Elektrofahrzeug hat. Ansonsten, ab und zu ein bisschen Strom nachfüllen, aber das geht ja vorne. Und in puncto Strom, was für eine Reichweite haben wir hier oder welchen Akku? Es gibt zwei Batteriegrößen. Es gibt einen 48 kW Akku und es gibt einen 63 kW Akku. Dementsprechend variiert die Reichweite von so 310 bis 420 Kilometer in Kombination. Kann sogar, wenn es rein innerstädtisch genutzt wird, bis über 600 Kilometer dann gehen. Okay, also schon eine ordentliche Reichweite. Genau, da muss man lange nicht nachtanken. Sehr cool. Gut, dann lass uns noch mal
Du warst noch bei der Innenausstattung. Mhm. Welches? Wir haben hier jetzt eine riesige Auswahl. Wir haben hier drei Fahrzeuge. Ich bin ja großer Fan von dem Flip-Flop-Lack hier. Ja. Und hier sieht man auch, im Inneren spiegelt sich die Farbe auch ein bisschen wieder. Ja, genau. Das ist die 400 Pro Plus Variante. Ich setze mich rein. Da kann ich dann ab bei der Variante, wie schon erwähnt, die Zweifarbigkeit im Exterieur wählen und kann dann passend dazu bei der 400 Pro Plus Variante auch das Interieur anpassen. Wie man hier sieht, auch in diesem Grün, ja, mit den Beige-Anteilen. Also ich bin begeistert. Das ist vom Design her richtig cool gemacht. Also viele gehen ja hin, haben so moderne, fließende Linien und hier das alles ist so, ja, hat so ein Retro-Feeling und ist aber dadurch auch einfach zeitlos, ne? Weil man kennt das von Autos, die sind 30, 40 Jahre alt. Mhm. Und ja, so retrofuturistisch. Ja, retrofuturistisch. Und die Katrin hat auch schon gesagt, wir haben hier ein Mörderpaket an Assistenzsystemen, ne? Und dieses Ora KI, die, ja, mit der, genau, du sprechen kannst wie mit einem Menschen, ne? Und die so kann man es, genau, richtig. Also ob das jetzt ein toter Winkelassistent ist, ob das ein Ausparkassistent ist, Querverkehrsassistent, ist hier alles mit drin. Alles mit drin, aber das, ja, lernen wir in dem Fahrzeug kennen, dass, ja, wir auch zur Probefahrt mitnehmen. Das hier war jetzt nur ein kleiner Einblick in ja, eure Ausstellung. So, aber jetzt, wir schauen uns jetzt nochmal ein. Komm, wir gehen nochmal rüber zu dem hellblauen, weil da, ja, haben wir aufgehört. Wir haben so viel Auswahl hier und ich glaube, wir waren an dieser Seite. Genau. Und da Reifen? Die Reifen sind Alufelgen mit 18 Zoll, mit Sommerbereifung. Mhm. Und, vier Stück, ja, vorhanden. Vier Stück vorhanden, ja. Ja. Kann man direkt losfahren. Ja, kann ich mir auch die Felgen wählen oder gibt es da nur ein Modell? Es gibt zwei Arten von Felgen. Auch das hängt mit der Ausstattungslinie zusammen. Das hier sind jetzt die, ich nenne es mal, fünf Speichenfelgen, die sind automatisch, mhm, mit dabei bei jeder Ausstattungslinie. Und der GT, die große Version, hat dann eigene GT-Felgen. Mhm. Ja, euer Modell ist hier komplett beklebt. Das bekommt man natürlich, ja, nicht so, wenn man es bestellt. Nee. Aber ihr gebt alles, um die Marke Ora bekannter zu machen. Und, ja, ihr fahrt das Fahrzeug natürlich auch. Die Katrin hat schon gemeint, die hatte das mal zwei Tage so ein bisschen zum Testen, mhm, und konnte noch nicht alle Funktionen irgendwie ausprobieren, weil das Fahrzeug so vollgepackt ist, ja, mit Ausstattung. Also schon Wahnsinn. Ja, ging mir auch so. Ich hatte es auch, wie es gekommen ist, an zwei Tage. Habe versucht, so viel wie möglich zu testen. Aber das ist ja in der Kürze der Zeit nicht machbar. Ja. Und hier ist mir auch aufgefallen, es gibt, also mir haben die Rückleuchten irgendwie gefehlt, mhm, aber das ist hier auch richtig cool gelöst. Ja. Das ist quasi in der Windschutzscheibe, nicht in der Windschutzscheibe, in der Heckscheibe. In der Heckscheibe. Ja. Die Windschutzscheibe. Genau. Ja, wenn die Windschutzscheibe hinten wäre, dann, mhm, wäre es nicht so gelungen. Das auch mit individuellem Begrüßungslicht ab, ja, der 300 Pro Variante. Das heißt, okay, wenn man das jetzt mal so filmt, ich öffne das Fahrzeug, dann, oh, begrüßt er individuell. Cool. Ja. Abgefahren. Sehr cool. Mach mal den Kofferraum auf. Oder ich, ja, gehe noch kurz drauf ein, wir haben hier auch noch eine Kamera, natürlich, ja, Rücklichter, alles wie alles es sein drin soll, Parkassistenten, Sensoren, alles mit dabei und auch hier, ja, ein schön praller Hintern. Das stimmt. Sehr schön. Oh, der Kofferraum ist auch, da hat man Platz. Das ist natürlich variabel, geteilte Rücksitzbank mit 60-40 und, mhm, dann geht es dann los bei 228 Liter reines Staufach hinten, mhm, auch mit kleinen Zusatzboden, wo man dann ihr Reifenreparaturkit oder auch das normale Ladekabel mit drin hat. Ja. Dass das nicht noch separat an Platz wird mit dem normalen Kofferraum. Mhm. Wie gesagt, es sind umlegbar. Dann hat man bis zu knapp über 800 Liter Stauraum, wenn man das unbedingt braucht. Ja, also massig Platz vorhanden. Genau. Und hier noch keine elektrische Heckklappe, ist aber vorhanden, je nach Ausstattungslinie. Ah, also, okay, auch das gibt's. Und das sogar ab 400 Pro Plus Sensor gesteuert. Also, okay, wenn man die Hände voll hat, einfach mit dem Fuß, so, mit dem und Fuß schon geht's, genau, und dann geht's auf auch und zu. Ja, das ist schon sehr praktisch. Komm, wir gehen in die Richtung. Und wir gehen auch am besten gerade auf euer Leasing-Angebot ein. Also ihr habt ein Leasing-Angebot, ist das, mhm, aktuell für 279,99 Euro im Monat. Ja, richtig. Das ist natürlich der Bruttopreis, ne? Das ist der Bruttopreis, genau. Mhm. Aber als Gewerbekunden können sich das Fahrzeug auch leasen, wenn sie wollen. Ja, das funktioniert, das ist dann natürlich ein bisschen günstiger. Und was ist der
Preis jetzt zum Beispiel von dem Modell, weißt du das auswendig? Jetzt bei dem, der dürfte um die 320 Euro liegen, weil das eine höhere Ausstattungslinie ist. Okay. Genau, das wäre jetzt kalkuliert auf den normalen 300er. Und dann ist halt Unterschied, ob es jetzt ein 300 Pro ist, 400 Pro oder Pro Plus bzw. GT. Und natürlich auch abhängig von der Kilometerfahrleistung, die jetzt bei dem Angebot mit 20.000 kalkuliert ist in vier Jahren. Und ob ich eventuell noch was zur Anzahlung mit, also Sonderzahlung mit dabei mache. Mhm. Und der Gesamtpreis von dem Modell? Wo liegt der? Also los geht das Ganze bei diesem 300 bei 38.990 Euro. Dann gibt es die nächste Variante, die Pro Plus, das ist dann mit 42.990 bis hin zum GT, welchen wir gleich sehen, für 49.890. Aber die Katrin meinte schon, da geht natürlich noch was ab. Der Herstelleranteil, das ist das eine. Und dann kommt ja nochmal die BAFA-Prämie. Das heißt, die kann ich entweder einrechnen im Leasing als Sonderzahlung, sodass ich dann null Leasing habe in dem Sinne, oder beim Barkauf dann dementsprechend nochmal als Nachlass. Wie viel ist das ungefähr? 4.500. 4.500, ja, das genau. ist ein... Plus die 2.250 vom Hersteller als Nettoanteil, das heißt 2.677 plus die 4,5, das kann man dann alles nochmal abziehen. Ich habe schon die Schlüssel in der Hand, wir sind jetzt draußen und wollen dieses Fahrzeug Probe fahren, aber wir haben hier nochmal in der Ausstattung eine Nummer draufgelegt. Richtig, ne? Genau. Also hier sind wir bei der GT-Version, bei der Größen, wie man sieht, mit Carbon-Akzenten, GT-Schriftzug, dann andere Felgen. GT-Stil. Interieur ist auch dann schwarz mit leicht rot, speziell für den GT, und so ein kleiner Heckdiffusor sieht man dann gleich noch, sowie Spoiler oben. Ja, und wir haben hier, wie heißt nochmal der Lack? Meteoritgrau. Meteoritgrau, ja. Grau ist momentan sehr trendy und sportlich. Mir gefällt es auch sehr gut. Grau wirkt halt immer sehr, sehr sportlich. Und hier haben wir auch coole Details. Da soll jeder sehen, das ist die GT-Version. Genau. Und hier die roten Details auch in den Bremsen, in den Felgen nochmal. Und in den Felgen. Also sehr, sehr cool gemacht. Also und hier hat man das volle Paket. Hier hat man das volle Paket. Also sämtliche Assistenzsysteme inklusive automatischem Einparkassistenten, die sensorgesteuerte Heckklappe. Also das ist hier alles mit drin. Preislich liegen wir hier ungefähr wo? Bei 49.890 Euro. Abzüglich den Prämien. Dann den ganzen Prämien, genau, richtig. Also, ja, sagen knapp wir mal über 40. Roundabout knapp über richtig. 40. Ja, cool. Komm, ich mach mal auf, weil hier drin ist natürlich auch noch ein fetter Hingucker mit den roten Details, rote Nähte. Also schon mega. Das stimmt. Und wer das Ganze natürlich auch mal live erleben will oder Probe fahren will, wir sind bei SMP. In Saarbrücken, Brebacher Landstraße, welche? Eins. Also an der Ostspange? Ja, genau, richtig, hier am Römerkastell. Römerkastell. Ist genau hier vorne. Römerkastell, das Wort habe ich vorhin gesucht. Ja. Und ihr habt den bekannten Smart-Turm. So ist es. Mittlerweile in etwas anderer Gestaltung. Früher waren da noch Smarts drin, aber heute ist er natürlich auch auffällig beklebt. Unsere Werbesäule, genau. Nicht wegzudenken mit 7 Stockwerken, also bleibt. Ist Kult. Ja, und nochmal der Hinweis, bei euch gibt es also nicht mehr nur Smart, das mögen vielleicht viele denken, sondern ihr habt jetzt zum Beispiel auch mit Ora eine neue Marke oder ihr habt natürlich auch Gebrauchtwagen anderer Hersteller. Genau. Und richtig, also generell so im Kleinwagenbereich bis Mittelklasse, da haben wir es ja spezialisiert, egal ob Vollelektro oder auch kleine Verbrenner, also bei uns ist ja immer was auf dem Hof. Okay, gut, dann lass uns mal reingehen. Ja. Der Flo, vielleicht zeigen wir noch ein paar weitere Details von innen. So. So, du musst mich jetzt etwas anleiten. Wie geht's? Elektrisch, auf der linken Seite. Ich habe nämlich schon den Hebel gesucht. Nee, da ist alles elektrisch. Ah. Funktioniert's? Da haben wir die Höhe, Sitzneigung. Das ist jetzt die Höhe. Sitzneigung und wie drehe ich nach vorne? Nach vorne schieben, den länglichen. Ah, okay. Cool. Ja, ich kenne noch alles etwas manuell, aber hier geht alles elektrisch. Ich schiebe vor, dann schiebt er mit. Hier kann man die Sitzneigung einstellen. Also, wow, passt das so bei mir. Ich muss mal gucken, ich habe halt hohe Schuhe an. Und ansonsten, Multifunktionslenkrad. Genau. Ein riesiges Display. Richtig, das ist das Multimedia-Display auf der rechten Seite, was dann gleich gestartet wird. Und das linke ist dann praktisch so der Tacho. Das Fahrzeug ist jetzt schon an, es bedarf keines Schlüssels. Also ganz normales Keyless Go und er startet, sobald ich dann auf die Bremse trete. Ja, das habe ich gerade gemacht, deswegen ist er gestartet. Genau. Sogar die
Anschnallgurt ist rot. Anschnallgurt ist in Rot. Sehr cool. Und was haben wir hier für ein... Das ist Face ID. Das ist die Kamera, die einen beobachtet bzw. erkennt bei der hohen Ausstattungslinie. Und das heißt, die hat dann Memory-Funktion und anhand der Kamera erkennt sie dann den Fahrer und stellt dementsprechend Außenspiegel, Sitz, alles so ein, wie man es vorher verlassen hat. Okay, und was haben wir hier? Das ist die Automatikbedienung. Also es gibt ja bei Elektro nur wie bei Automatik vorwärts, rückwärts. Und dann hat man einfaches Drehrad jetzt auf Parken gestellt. Und dann einfach, also muss ich quasi auf D? Jetzt ist der Vorwärtsmodus. Okay. Genau, richtig. Cool. Er kennt jetzt hier die parkenden Autos auch noch, weil er Assistenzsysteme hat. Genau, deshalb erkennt er das jetzt hier noch Display vorne als Autos. Die soll, soll ich einfach mal starten? Genau. Einfach die Hand, genau. Das war's schon. Okay. Und schon geht's los. Schnubbelig. Ja. Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was es noch für Assistenzsysteme gibt. Gibt es auch so ein... Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, es gibt einen Stauassistent, es gibt einen Querverkehrsassistent, Fernlichtassistent. Okay. Also es ist wirklich sehr viel mit an Bord. Es gibt eine Notlenkfunktion, die dementsprechend aktiv gegenlenkt. Das kann man natürlich aber auch alles einstellen, inwieweit man diese Unterstützung will. Das heißt, ich kann diese Hilfe auch ausschalten, beziehungsweise die Sensibilität auch runterdrehen, wenn mir das einfach zu stark eingreift. Okay, also man sieht auch hier auf dem Display, Energieausgabe, das heißt jetzt Verbrauch beim Gas zurücknehmen, sieht man dann dementsprechend die Gewinnung der Energie nochmal. Die Reichweite, also Entschuldigung, die Reichweite, die hat man unten links. Jetzt mit bis zu 420 Kilometer, ist also vollgeladen. Es gibt mehrere Modis zum Fahren, halt Eco-Modus zum Sparen, Sportmodus, Normalmodus oder auch hier eine Automatikfunktion, dass er dann selbstständig erkennt, wo ich mich gerade bewege. Ansonsten hat er hier noch was ganz Angenehmes, wenn es heiß ist, eine Sitzlüftung, also Ventilator im Sitz, sowie eine Massagefunktion. Ah, okay. Ja. Also man kann sich hier richtig gut gehen lassen. Richtig, auf langen Strecken ein bisschen durchkneten lassen, ist das schon ganz schön, auf jeden Fall. Und wo stelle ich zum Beispiel die Fahrmodi ein? Das ist unten links am Lenkrad, da ist die Assistenzschalter. Entschuldigung, vom Lenkrad weg, unten links, an der wo die Belüftungseinheit ist, hier an der Konsole. Ja, ich kann beim Fahren will ich natürlich nicht rumfummeln, das zeigen wir später am besten. Aber ja, wir haben natürlich ein Navi eingebaut, Radio ebenfalls, aber wir dürfen keine Musik spielen, sonst gibt es Stress. Ich kann nur mal eins kurz anteasern, und zwar, wenn ich jetzt hier als Fahrer sitze, dementsprechend hier den Ventilator anmache, das müsste man jetzt gleich merken, jetzt müsste es gleich kühl werden auf dem Fahrersitz. Oder ich kann halt hier in die Sitzeinstellung gehen und kann dann hier... Da knetet mich gerade jemand. Genau. Bist du das? Und das kann man aber noch dann auf niedrig einstellen, wenn es einem zu stark ist. Und das geht sogar während der Fahrt? Das geht während der Fahrt. Okay, genau. Cool. Dann kann man das ganz normal wieder einfach Ventilator aus und Massagefunktion nochmal aus. Mhm. Also volles Programm. Dann zeig mir jetzt mal kurz, wo sind die Fahrmodi? Da unten links, da steht Mode. Mode? Genau, jetzt haben wir normal. Sport? Richtig. Ja, ich bin auch ganz dankbar, dass es da mal ein paar Knöpfchen gibt, weil ich bin da manchmal auch ein bisschen konservativ. Und natürlich ist so ein Touch-Display schon vorteilhaft, aber ja, irgendwie ist es schon cool, wenn man irgendwo auch mal ein Knöpfchen drücken kann. Das stimmt. Hier kann man auch relativ wenig drücken, weil halt auch sehr viel über Sprache geht. Das heißt, ich habe die Assistenzsysteme von Ora und da kann ich halt viele Sachen über Sprache bedienen, dass zum Beispiel die Fenster runter machen, Panoramadach öffnen, Heckklappe öffnen. Das funktioniert auch alles über Sprache. Mhm. Ich kann dem Ganzen auch einen anderen Namen geben. Also voreingestellt ist es auf Hello Ora. Was ist los? Aha. Panoramadach öffnen. Das war mir jetzt zu laut, okay. Oder also das funktioniert halt auch. Ansonsten habe ich auch, wie Sie schon erwähnt, halt ganz normale Schalter, die ich halt klassisch bedienen kann. Entschuldigung, bitte sage es nochmal. Abbruch. Okay, abgebrochen. Okay, cool. Oder halt sagen, mir ist kalt, dann macht er die Heizung an. Ich kann die Lenkradheizung über die Sprache steuern. Also ich bin nicht gezwungen, da dann extrem viele Knöpfe zu drücken. Ja. Ich kann welche drücken, das hat so ein bisschen Retro-Feeling. Aber ich muss nicht unbedingt, weil ich es halt über die Sprache regeln kann. Und gibt es auch eine App dazu?
Es gibt auch eine passende App, wo man das Ganze dann mit Profil noch verbinden kann vom Fahrzeug her. Mhm. Und dementsprechend speichert er dann auch, wie bereits erwähnt, dann die Sitzposition, die Spiegeleinstellung und alles, wenn ich dann einsteige und er erkennt mich. Das ist natürlich cool beim Elektrofahrzeug, du drückst aufs Gas. Es ist sofort und, da. Kommt direkt, wenn ich jetzt hier rechts fahre, soll ich hier rechts fahren? Ja, dann können wir auf die A6. Also Fahrgefühl ist super. Leute, fahrt die Funky Cat Probe. Es macht echt Spaß und cooles Auto. Ja, hat auch bei kleiner Raffinesse, wenn man auf längere Fahrt das Handy laden muss. Ich muss kein USB-Kabel anstecken. Ich habe jetzt hier und hier zwei induktive Ladestationen, die ich nutzen kann. Das ist schon praktikabel. Mittelarmlehne mit Ablagefahrer. Also die kann man hochklappen und dann hat man hier, ich kann es mal so zeigen, dann hat man noch ein tiefes Ablagefach mit drin, wo man auch noch dann ein paar Sachen verstauen kann. Und man sieht auch, wenn ich um die Kurven fahre, hat der anscheinend an den Spiegeln noch zusätzliche Kameras, dass man sieht, ob da irgendwie was im Weg ist. Genau, das ist diese 360-Grad-Kamera und bei niedrigen Geschwindigkeiten aktiviert sich das automatisch, dass ich das vorne im Display sehe. Ansonsten halt auch tote Winkelassistent und so kleine Gimmicks wie jetzt hier so ein Taschenhalter, den kann man einfach ausklappen. Ganz versteckt. Für uns Frauen, die genau Taschen brauchen. Oder auch ganz wichtig bei Frauen als GT-Version mit einer Katze versehen. Einen LED-beleuchteten Spiegel. Wow. Das hättest du mir nicht zeigen dürfen. Oder praktisch versteckte Funktionen wie Sonnenbrillenhalter. Ich bin hier die Crazy Cat Lady. Ich habe ja drei Katzen zu Hause. Dann wäre das Fahrzeug was, inklusive dann natürlich eine Allwetterfußmatten, weil da ist überall eine Katze drauf. Ich bin sprachlos. Ja. Aber woher weiß das Auto jetzt zum Beispiel, dass ich zwei Fahrzeuge vor mir habe? Weil der zeigt das ja virtuell an. Richtig. Ich meine, der hat es ja vorher schon wahrscheinlich anhand der Kurve gesehen, anhand des Radars. Und dann projiziert er das praktisch jetzt nach vorne und wird natürlich auch gleich merken, wenn einer davon links abbiegt, dass der aus dem Sensorbereich kommt. Das ist ja krass. Ja. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Wobei ich fahre Mitsubishi Eclipse Cross. Ja, genau. Das ist jetzt der eine weg. Ja, cool. Ja, jetzt sind beide neben mir. Wow. Ja. die Assistenzsysteme sind heute schon sehr, sehr ausgereift. Ja, und die KI, dass die jetzt zum Beispiel nicht gerade direkt funktioniert hat, die lernt natürlich mit jedem Mal dazu und muss zum Beispiel auch die Stimmen kennenlernen. Wir sind jetzt hier zu dritt im Auto und die Katrin hat schon gemeint, ich kann im Prinzip auf, also das System erkennt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mir ist kalt oder ich möchte den... bisschen Wärme haben. Die Sitzheizung, dann weiß das System, dass du das gesagt hast und macht dann deinen Sitz an. Mhm. Und wenn ich das sagen würde, wird mein Sitz eingeschaltet. Das ist auch mitlernen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei der Autobahnfahrt bei 130 km/h sage, öffne die Fenster, dann werden sie nur ein Stück geöffnet. Mhm. Und wenn ich mehrfach dann natürlich anordne dem System, dass er sie ganz öffnen soll, dann ignoriert er auch irgendwann, dass es nur ein Stück öffnet und macht sie dann komplett auf. Mhm. Also am Anfang, wie gesagt, ist halt wie gesagt mitlernend. Da mag es am Anfang nicht direkt funktionieren, aber das kommt dann alles mit der Zeit, wenn man ein bisschen mit Ohren geredet hat. Das kennt man ja auch von Alexa, dass die manchmal nicht so ganz was versteht, aber wenn du kannst ja das System, also bei Alexa ist es zum Beispiel so, du kannst das anlernen, dann musst du ein paar Sätze sagen und dann erkennt die deine Stimme eher. Ist das hier auch so? Anlernen muss ich ja nichts, der lernt generell mit der Sprachbedienung. Okay. Und reagiert aber nur, wenn ich das, wenn ich jetzt... Zauberwort nenne. Ja, das Zauberwort. Genau, richtig, genau. Und das kann man aber auch ändern. Also das heißt, wenn man sagt, nee, er soll Bärbel oder irgendwie heißen oder Schätzelein. Genau. Dann reagiert er halt auf diese Wörter. Ja, wie viel km/h Spitze haben wir? Der ist sicher abgeriegelt, oder? Genau, bei 160 ist er abgeriegelt. Mhm. Aber man kennt das von Elektrofahrzeugen, du drückst aufs Gas und... Die sind relativ schnell erreicht, genau. Also, von 0 auf 100 in 8,2 Sekunden. Mhm. Und gut, von 0 bis 160 habe ich es nicht ausgemessen, aber das geht auch relativ fix. Ja, also macht auf jeden Fall Spaß. Setzen wir mal den Blinker und sind wieder zurück bei SMP. Genau. Ja, es war eine coole, also auf der Autobahn hätten wir noch mal, aber es war ein schöner Eindruck. Und ja, noch mal Aufruf an euch, ich parke mal gerade hier oder soll ich noch mal? Nee, komm einfach hier so abstellen. Wer Ora Funky Cat oder alle Katzenfans da draußen, Leute. Einfach P drücken. Einfach P drücken. Einfach P drücken, das war's schon. Und das war's schon. Sonst muss ich nichts mehr machen. Nee. Handbremse? Nee, macht er automatisch. Macht er automatisch. Genau. Okay, gut.
Man kann ihn jetzt, er schaltet automatisch ab, sobald ich später verriegele. Ja. Ich kann aber, da gibt es noch so einen kleinen Stromschalter, wo der Fahrmodi-Schalter ist. Hier links mit so einem Stromsymbol, da unten nochmal. Und wenn ich jetzt den drücke, ganz rechts ist der. Ach so. Genau. Dann schaltet er aus. Automatisch aus. Genau. Das okay. würde er aber auch machen, sobald ich aussteige und auf Schließen drücke. Mhm. Ansonsten, Soundsystem ist da, wie viele Boxen haben wir, weißt du das? Wow, gute Frage. Ich glaube, 6 oder 8 Boxen sind mit drin. Mhm. Aber hat einen guten Sound. Ja, definitiv. Wir haben das schöne Panoramadach, das man auch öffnen kann. Richtig. Also sehr cool. Ja, SOS-Knopf auch vorhanden. Service-Knopf ist ja auch noch mit dabei. Für Serviceleistungen, dass man dann zur Werkstatt kommt. Ich muss mir jetzt nochmal die Katze hier angucken. Oh Mann! Wie cool ist das denn? Ich glaube, ich muss den Chef mal fragen, ob ich nicht so eine Funky Cat als Wagen kriege. Ja, induktives Laden haben wir hier. Ist da noch ein Fach unter ja, der Mittelarmlehne? Genau, das hatten wir eben schon gefilmt. Da passt auch gut was rein. Da ist aber auch gut Platz. Sehr cool. Ja, ja, USB-Anschlüsse haben wir, aber auch noch die 12 Volt ist das, ne? Die klassische 12 Volt Batterie, ja. 12 Volt Steckdose. Anschluss. Hier genau. stellt man die Belüftung ein. Dann hat man hier die Klimaanlage, die Frontscheibenbeheizung oder die Heckscheibenheizung. Das sind so die klassischen. Und was gibt es hier noch, wenn ich zum Beispiel Kurz auf die Bremse treten, dann startet er wieder. So. Okay. Das sind jetzt die einzelnen Einstellungen. Da kann ich den Ein-Pedal-Modus aktivieren, dann den Sparmodus Eco Plus, die Begrenzung der Klimaanlage, dass die nicht volle Leistung hat, also so Reichweite verlängernde Sachen, Beleuchtung, die Follow-Me-Home-Funktion. Beleuchtung haben wir hier, Energiesparmodus, also Weggehen, Licht, Erinnerung, genau. Fahrzeugsuchmodus. Aha, also Karosserie, 4 Türen entriegeln, nur Fahrer, automatisch verriegeln. Leichtes Öffnen der genau, die Seitenspiegel, ob die automatisch abklappen, zum Beispiel nach unten, wenn ich den Rückwärtsgang einfahre, einlege. Ja, Frontscheibenwischerintervall, dann. Im Auto Überwachung der Ablenkung, was ist das zum Beispiel? Ja, die gute Frau passt auf. Und zwar, wenn ich unvorsichtig fahre oder gucke in der Weltgeschichte rum, dann ermahnt sie mich. Ich soll bitte konzentriert bleiben und nach vorne schauen. Also man wird beobachtet indirekt. Und das sagte ich eben, das kann man dann ein- und ausschalten. Die biometrische Erkennung, das ist dann mit den Fahrerprofilen. Ja, ist dann sicher auch wie so eine Müdigkeitswarnung. Die kennt man genau. ja auch schon von ein paar Fahrzeugen. Mhm. Das habe ich auch mal erlebt. Da sind wir aus München gefahren und ich habe selbst schon gemerkt. Und dann wirst du eben darauf hingewiesen, dass du bitte mal eine kleine Pause machst. Genau. Ja, dann haben wir hier noch die Lüftung. Temperatur kann man da einstellen. Genau, das ist Kurzmenü, kommt man so raus. Jetzt muss ich kurz auch vorumgehen. So, und dann kann ich halt hier. Da sind wir jetzt nochmal in dem Belüftungsmenü. Da kann man halt die Klima separat einstellen, wo er belüftet. Dass man sagt, okay, in den Fußbereich, ins Gesicht. Oder halt hier den Fahrersitz oder halt hier den Beifahrersitz, wo ich die Ventilation oder Sitzheizung dementsprechend noch wählen kann. Hier nochmal auf Home. Was haben wir hier? Hier haben wir Apps, ne? Genau, die generellen Systemeinstellungen vom Energieassistent, also Energiefluss zum Beispiel. Dann hat man eine größere Darstellung, welche Energie gerade rausgeht. Und das sind hier die offenen Apps. Wie sieht es aus mit Verbindung zum Handy? Brauche ich dann noch ein Kabel oder geht das kabellos? Nee, geht kabellos. Über Bluetooth kann man verbinden oder halt über WLAN kann man auch verbinden. Und da ist dann Apple CarPlay und Android Auto ist alles noch nicht, aber kommt, wird aufgespielt. Kommt als Update, ja. Also jetzt soll jetzt zeitnah dann als Update aufgespielt werden und dann hat man CarPlay bzw. Android Handy drauf. So, wir haben jetzt die Plätze gewechselt. Du willst uns nämlich noch ein cooles Feature zeigen und zwar parkt das Auto ganz automatisch rückwärts ein. Ist das richtig? Genau, wenn man das will, macht er das. Wir sind bei SMP auf dem Parkplatz. Ich gucke mal gerade. Hier haben wir aber auch eine relativ breite Parklücke. Bitte gebremst halten. So, vorwärts fahren. Vorwärts fahren, um eine Parklücke zu finden. So, er hat es erkannt. Okay. So, bitte anklicken, um das Einparken zu starten. Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken. Bremse loslassen. Automatisches Einparken. Auf die Umgebung achten und jederzeit zu bremsen bereit sein. Aber wenn man zum Beispiel beim Parkvorgang auf die Bremse geht, wird der Vorgang auch abgebrochen. Abgebrochen, ja, genau, richtig. Ah ja, ja, jetzt haben wir ein richtiges Rückwärts-Einparken und kein seitlich Einparken. Ja, das war gerade eben ein bisschen schwierig, weil die Parklücke etwas breit war und dann hat das Auto erkannt, dass man da auch längs, ja, genau, längs parken kann. Und jetzt sieht man hier schon auf dem Foto die Lücke, in die er sich bewegt. Das ist ja abgefahren. Also ich kann zwar rückwärts einparken, zum Glück. Es gibt ja Leute, die machen das aus Prinzip nicht, weil sie Angst haben. Genau. Aber das ist natürlich auch richtig cool, vor allem im Stadtverkehr, beziehungsweise... Oh,
Das sagt übrigens genau, wenn der Bremsverstärker bremst, das war's jetzt. Das, das hört sich schockierend an, aber... Ja, auch gewöhnungsbedürftig. Einparken beendet. Ja, übernehmen Sie sehr das gut. Fahrzeug. Und wir stehen. Jeder kann aussteigen, funktioniert. Ja, ist Platz. Sehr gut. Ja. Komm, dann fahren wir nochmal zurück zum Startpunkt. Also wir sehen hier auf dem Parkplatz habt ihr auch noch drei Ora stehen, auch eine GT-Version in schwarz. Genau, dann einmal in rot und hinter dem schwarzen, ja, sieht man jetzt ganz so gut, im zweifarbigen in beige mit braun. Mhm. Also coole Optik, gefällt mir echt gut. Und wir haben hier zum Beispiel hinten auch abgedunkelte Scheiben, oder? Genau, ab der höheren Ausstattungslinie sind die dann automatisch schon mit dabei. Wie und hier die. Sieht man auch, gerade wenn du um die Ecke fährst, ja. Dass dann die Kameras angeht, damit man auch die Umgebung noch mal zusätzlich im Blick hat, falls da irgendwie doch ein Stein oder sowas sein sollte, den man natürlich... Oder in engen Kurven, dass man halt einen Bordstein eventuell, wenn ein Randstein ist, dass man mit Felge nicht dran aneckt, ist das schon sehr, sehr hilfreich. Und, also wir haben jetzt immer noch eine Reichweite von 415 Kilometern. Es gibt ja welche, die sind, ja, Stromfresser. Da steht irgendwie, als du eingestiegen bist, noch 100 Kilometer mehr und du bist nur 10 Minuten gefahren. Ja. Aber hier, würde ich sagen, kommt das... Ja. Richtig. Und wir hatten ja auch noch den Sportmodus die ganze Zeit drin. Ah, okay. Das kommt ja auch noch hinzu. Und wenn ich den auch im Eco-Modus fahre, funktioniert wahrscheinlich auch Klimaanlage und so nicht? Oder geht das dann noch? Funktioniert noch, aber in einer ganz abgespeckten Version. Also ich kann ja nicht erreichen, dass wenn es draußen 35 Grad sind, dann mit dem Eco-Modus den ich auf 17 Grad runterkühlen kann. Mhm. Das wird natürlich dementsprechend für die Reichweitenerweiterung dann alles so weit runtergedrosselt. Mhm. Ja. Cool. Gut, warte, du hast hier noch, was haben wir hier noch? Nochmal die Energieeffizienzklasse, den Verbrauch kombiniert. Genau, blenden wir auch nochmal ein. Ora Funky Cat GT. Ach, ich bin verliebt. In die Katze. Funky, ich muss nochmal die Katze hier zeigen. Hier, schönes Katzendetails. Also Katzenliebhaber, kommt auf jeden Fall mal hier vorbei bei SMP und macht eine Probefahrt, lernt das Auto kennen, es lohnt sich. Und macht echt viel, viel Spaß. Cooles Design, coole Marke. Sehr gelungen. Also, ich hoffe, dass die Marke wirklich in Deutschland sich etabliert und dass die dann bei euch natürlich fleißig verkauft wird. Ja, davon, das hoffen wir alle. Gut, dann sag nochmal, wenn ich mich für das Fahrzeug interessiere, wo muss ich hin? Also zur SMP Automobilhandel AG, hier in die Brebacher Landstraße 1. Telefonnummer 0681 968080 oder am Ende die 820, dann landen Sie direkt bei mir im Verkauf. Und eure Webseite www.smp-saar.de. Ja, oder einfach bei Google suchen SMP Saarbrücken, mehr Marken, richtig, mehr Service. Also euer Slogan ist Programm, ganz neu in eurem Portfolio, die Marke Ora und speziell das Modell Funky Cat. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Präsentation und an euch, kommt vorbei, lernt das Auto kennen. Es gibt eine riesige Auswahl an Farben und Modellen und die Probefahrt macht mega Spaß. Der Christian, der nimmt euch bestimmt mit dazu, um das Fahrzeug näher kennenzulernen. Und ja, ich bin begeistert. Großes Kompliment und ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön.